Ich grüße die Geburtstagskinder, die in dieser Woche vom 30. Oktober bis 6. November 2016 ihren Geburtstag feiern. Mein Geburtstagsgeschenk überreiche ich euch, dir, mit einer kurzen Prognose für das weitere Lebensjahr. Höre es dir an. Im nächsten Lebensjahr kommt es bei dir vor allem auf eines an. Bleibe besonnen und höre auf deinen praktischen und bewährten Verstand. Setze dir deine eigenen Prioritäten und bleibe am Ball, auch wenn es anstrengend werden sollte. Vielleicht kommt auch Kritik von irgendeiner Seite. Das sollte dich nicht aus der Bahn werfen. Höre sie dir in Ruhe an und dann entscheide, ob etwas dran ist, und ziehe deine Konsequenzen. Lasse dich nicht beirren, sondern überlege dir, wem kann ich trauen und bei wem ist Vorsicht angesagt. Hab keine Sorge, das hört sich schlimmer an, als es ist. Letztendlich wirst du deine Herausforderungen mit Links meistern. Dies erfordert lediglich Ruhe und Gelassenheit. Deine Affirmation für das neue Lebensjahr ist: Ich höre auf meine innere Stimme und meine eigenen Vernunft. Ich wünsche allen Geburtstagskindern in dieser Woche alles Gute für das neue Lebensjahr mit viel Glück und Erfolg. Und natürlich das Allerwichtigste: Bleibt gesund. Möchtest du für dich persönlich mehr erfahren, wie das weitere Jahr für dich wird, so ruf mich an. Auch unser Top-Astrologe kann dir ein persönliches Horoskop für dich erstellen. Herzlichst, eure Deria.